jemand mit Hannes. Bist du dieses Mal sicher? Die Kräuter eines Zeichen! Vernichtet sie! Man muss vorbereitet sein. Ein Freund von mir sucht jemanden, der ein paar Beuteverträge annimmt. Du findest ihn, wenn du dem Fluss folgst. Jägerin, ein Freund von mir sucht jemanden, der ein paar Beuteverträge annimmt. Sprich mit Laren. Du findest ihn, wenn du dem Fluss folgst. Da haben sie zu schlucken. Ich gebe eine kleine Prise Chili in den Nachtisch. Wie pervers. Bist du bereit? Also, du bist aus dem Westen zurück. Glück gehabt? Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten die Dornrücken in Pferchen. Durch Irwins Sprengungen entstand ein Krater, der sie in die Tunnel zog. Durch die sie zur Mine und in den Schrecken gelangten. Gut. Außer den Rebellen trägt also nur einer die Schuld an der Dornrücken-Misere, Irwind. Leuchtende Strahlen der Sonne. Und die ganze Zeit zeigt er mit dem Finger auf uns. Bringt Irwind her. Und Petra auch. Hier zitiert wie ein elendes Schankweib. Ich hoffe, du hältst deinen Stift bereit. Was will die hier?
Ich wohne hier, Rostkopf. Gut, worum geht es? Dank der Retterin hat die Sonne die Wahrheit über den Einfall der Dornrücken enthüllt. Tenakt-Rebellen auf der anderen Seite der Berge hielten Maschinen in Pferchen. Ein Krater schluckte sie und riss sie in die unterirdischen Tunnel, die nach Osten und in den Schrecken führen. Es war also ein Unfall. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Kater... Das ist nicht alles. Der Krater entstand durch deine nicht genehmigten Sprengungen in der südlichen Mine, Alvand. Du bist verantwortlich für den Maschinenangriff, die toten Arbeiter und die Zerstörung durch die Dornrücken. Für einfach alles. Mein lieber Magistrat, hat die kostbare Sonne dir die Sinne versenkt? So etwas würde ich nie ohne deine Zustimmung veranlassen. Es gibt Beweise dafür. Aloy hat den Frachtbrief in der Mine gefunden. Du hast das Sonnenreich betrogen, Alvand. Nur für ein paar zusätzliche Scherben. Du hast auch noch in anderen Minen herumgepfuscht. Corvens Trupp ist nur dank Aloy nicht ertrunken. Ich verlange eine offizielle Untersuchung. Ich bin das Opfer irgendeiner Karja-Intrige. Aber gewiss. Wir werden alles genauestens untersuchen. Die Dornrücken, die Mine. Jeden Geschäftsabschluss, den du jemals getätigt hast. Das ist doch nicht nötig, oder? Was, wenn ich einfach ins Anrecht zurückkehre? Das würde der Kasse natürlich Kosten sparen. Natürlich. Ich reise ab, sobald ich ein paar offene Sachen erledigt habe und alles geklärt ist. Das Wohlergehen der Leute in Kettenkratz in Zeiten wie diesen... Nein, du wirst sofort gehen. Kettenkratz kommt zurecht. Du glaubst, sie kann dieses miese Drecksloch leiten? Pah! Fall doch tot um. Raus! Wir wollen und brauchen dich nicht. Wieder mit Arbeit! Schied ihm recht. Weg von mir! Dreck steht dir gut, Alvand. Wie die Sonne Schatten vertreibt. Ich danke dir, Aloy. Er hat es verdient. Hier, bitte, nimm das für deine Mühen an. Das Sonnenreich und meine Nerven sind dir sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Das stimmt wohl. Seine Fußstapfen sind hässlich. Aber ich trete rein. Alles dank dir, Flammenhaar. Oh, okay. Kettenkratz ist besser dran, wenn Petra das Sagen hat. Vergiss nicht, ich habe die besten Rüstungen auf dem Markt. Dass er wieder in das Loch zurückkriegt, aus dem er kam. Du bist doch der Feuerkopf, der Alvand aus der Schmiede rausgeworfen hat. Petra meinte, du hast Ärger. Und Ärger ist immer gut für mein Geschäft. Sieh dich um. Solche Waffen findest du sonst nirgendwo im Schrecken. Garantiert.
Schau mal wieder rein, Rotschopf. Vielleicht ist mein Glückshammer bis dahin auch fertig. Vielleicht lässt du ihn mal heil. Ja, eine Otter mit einem Gedicht zu umwerfen. Du bist aber das Tolle. Das könnte Lager jetzt für dich haben. In der Nähe von Fahrlicht sein. Siehst du, was wir brauchen? Eine genaue Vermessung des Tags. Was quasselst du denn da? Wir haben doch Karten. Wenn du unter Schnörkel auf einem Stück Papier eine Karte nimmst. Der Zünder an meinem Speer sollte helfen. Was ist das?
Das dämpft den Fall. Ich? Thank you.
für den nächsten Kampf. Willkommen. Ich muss mich fürs Erste von der Maschine trennen. Einfach schon zu lange hier. Jemand hat erzählt, dass du die Dornrücken erledigt hast. Ich war beeindruckend. Wenn du interessiert bist, in der Nähe bietet aus der Rambeute. Nicht so befriedigend wie die Grabung selbst. Ich will kein Schulterklopfen. Ein neues Entdecken. Tolle Einstellung. Das Einzige, das ich entdecken will, ist der Boden eines Bier. Mir sucht jemand, der ein paar Beuteverträge annimmt. Alles ging mit dem Schiff voll.
Ich lasse die Reitmaschine lieber draußen. Rüstung, Stil, hier gibt es beides. Du bist zurück? Ich habe da noch eine Frage. Sag mir genau, was passiert ist. Vor Wochen schlüpften beim Schichtwechsel Eindringlinge durch das Tor. Bis wir das bemerkten, waren sie schon fast aus der Schlucht. Nozar wollte sie aber nicht verfolgen. Um die kümmern sich die Tenakt, meinte er. Nozar ließ sich nicht ablenken, die Sonne hüte ihn. Er straffte die Streifenpläne, tadelte die Wachposten und es ging weiter wie immer. Aber mir ging das nicht aus dem Kopf. Keiner von uns arbeitet schlampig, also ließ es jemand absichtlich offen. Und Larovic, nun, er mault immer über Offiziere, aber bei der Sache blieb er still. Und nach dem Vorfall verhielt er sich plötzlich anders, nervös. Als er sich eines Nachts aus der Kaserne schlich, folgte ich ihm. Ich sah, wie er mit einem Fremden stritt. Und als Larovic die Eklipse erwähnte, wollte ich näher ran, aber sie hörten mich. Der Fremde floh und Larovic griff mich mit dem Messer an. Ich wehrte mich. Wachen hörten den Lärm und sahen mich bei seiner Leiche stehen. Warum glaubst du ihm nicht? Wir waren im Wald, haben Larovics Bett durchsucht, mehrmals, und nichts gefunden. Also, Canova ist ein guter Mann. Ich halte ihn nicht für einen kaltblütigen Mörder. Aber für Nozar zählten nur Fakten und die anderen folgen seinem Beispiel. Und Fakt ist, dass Canova Larovic getötet hat. Er bestreitet es nicht, richtig? Nein, aber da draußen sind noch mehr Eklipse. Wenn es keine Beweise für diese ganze Eklipse-Sache gibt, also Tote kann man nicht befragen. Aber wenn du Eklipse-Soldaten siehst, die im Wald Pläne aushecken, dann sag Bescheid. Ich muss gehen. Vergiss mich bitte nicht. Klar, als hätte sie nichts Besseres zu tun.
noch was passiert, als ich weg war? Das wird schon. Hoffe ich. Ignorierst du mich wieder? Sehr schön. Der Westen hat dich noch nicht getötet, Aloy. Wie geht's dir so? Ganz ehrlich, es war herausfordernd. Die Festung muss repariert werden und wir müssen auf Regala und ihre Rebellen achten. Aber noch schaffen wir es. Jetzt also Kommandant Lavan? Fürs Erste. Also, was kann ich für dich tun? Wegen Verschaf. Was ist mit ihm passiert? Seine Leiche wurde nach Meridian gebracht. Der Sonnenkönig bestattete ihn mit Ehren in der Flamme. Das wünscht sich jeder Soldat. Das mit Nosar und Wadis, das tut mir sehr leid. Zumindest starb Nosar im Kampf. Der Sonnenpriester, also, so einen Tod hat niemand verdient. Wo sind ihre Leichen? Nosars Überreste sind bei seiner Familie. Wadis wurde zum Tempel der Sonne in Meridian gebracht. Sie bestatteten ihn mit seinen Schriftrollen. So hätte er es wahrscheinlich auch gewollt. Ich muss dann mal wieder. Ist gut. Ich wünsche dir viel Glück. Rette, geht's dir gut? Ein bisschen Hilfe schadet nie. Das muss die Lichtung sein, in der Conover die Eklipse gesehen hat. Blutflecken. Ein guter Ausgangspunkt. Conover wohl ziemlich sicher diese Wache getötet.
Vielleicht verrät mir mein Fokus, ob hier wirklich jemand Drittes war. Ich sehe eine Menge Spuren vom Kaja-Suchtrupp. Nicht hilfreich. Zerbrochene Äste. War jemand dort oben? Schwache Spuren. Sie führen von Fahrlicht weg. Mit meinem Fokus sollte ich ihnen folgen können. Mal sehen, wo sie hinführen. Vielleicht lügt Konova ja wirklich nicht. Kommen in meinen Rucksack. Ich habe die Spur verloren. Es sind zu viele Maschinen unterwegs. Vielleicht finde ich die Spur ja auf der anderen Seite wieder. Wieder aufnehmen können. Thank you.
Blut. Eine Menge. Wer auch immer es war, diese Maschine hat ihm wohl eine verpasst. Mit dem Fokus sollte ich der Blutspur problemlos folgen können. Erste hoch zu dieser Brücke da. Das gebe ich später einem Koch. Wurde ein Aussichtspunkt eingerichtet. Verbände. Offenbar wollte der Flüchtige seine Wunden verbinden, bevor es weiterging. Ich sollte den Spuren folgen können. Bist du nur hin? Die Spur endet hier. Der Wunde macht das sicher nicht mehr lange. Sie anzuzünden bringt nichts.
Das hier sieht mir nach einem guten Versteck aus. Weg wirklich tot ist? Er ist nicht am Treffpunkt aufgetaucht. Also hat ihn diese dumme Wache getötet. Oder er hat die Nerven verloren. Dann müssen wir uns eben durch das Tor sprengen. Und was dann? Rayard war unsere Verbindung zu Vesrae. Und jetzt ist er tot. Wir finden Vesrae, wenn es sein muss. Aber erst müssen wir ein Fahrlicht vorbei. Beim nächsten Wachwechsel greifen wir an. Konova hatte recht. Ich muss sie aufhalten, bevor sie noch mehr anrichten.
Vesre wird uns zum Ruhm und zur Rache. Viel dazu. Klingt, als wären jenseits des Schreckens noch mehr Eklipse. Wenn dieser Rayat die einzige Verbindung war, könnte er einen Fokus haben. Damit könnte ich sie finden. Das da ist wohl Rayat. Ich hatte recht. Rayat hat einen Fokus. Eclipse. Wenn ihr das seht, habt ihr das Sonnenreich verlassen. Auf der Suche nach etwas, dem ihr folgen könnt. Eure Reise endet bald. Folgt der Sonne bis hinter die Tore von Fahrlicht, wo strahlende Eroberung euch